wir sind hier immer noch in Bremhausen City. Im letzten Part haben wir ja unseren 6. Orden mit schwerer Mühe geholt. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in die nächste Stadt, Zagreb City. Aber zunächst sollten wir unsere Pokémon heilen. Dam da dam 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 da 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 da. Ab ins Pokémon-Sender, heil schnell meine Pokémon und quatsch nicht. Dankeschön und tschüss. So, ich spiele jetzt auch wieder. So, okay, weiter geht's. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Zagreb City, wie gesagt. Mir fallen keine Wörter mehr ein. Naja. Moment. Moment, was sehen denn meine Augen hier? Oh mein Gott. Okay, hier ist noch ein Zerschneider-Dings-Baum. Zerschneid mal schnell diesen Baum, Ninja Tom. Und Ninja Tom war Els. Oh mein Gott, meine Augen sehen ein Sonderbonbon. Ein verstecktes. Ja, nicht schlecht. Das hat sich schon gelohnt jetzt, ja. Okay, kämpfen wir noch gegen die Interviewer Pia und Udo. Oh, du bist Kevin. Hallo, erinnerst du dich an uns? Zeigst du uns, wie stark du geworden bist? Okay, das war das Stichwort. Prepare to fight. Okay, was haben sie für Pokémon? Magneton und Krakelo. Immer noch kein Krabums. Ihr solltet euch schämen. Abgrundtief. Surfer. Surfer funktioniert denn nicht gegen Ninja Tom. Und Toxin gegen Krakelo. Ah, Surfer trifft in der ersten Generation gar nicht alle. Okay. Nein! Oh, ich dachte schon, der war gegen Ninja Tom, der Erstauner. Nein! Nicht selbst verletzen! Nein! Ninja Tom, du Schwanzlutscher, was soll das? Ah. Absol. Mensch. Eisstrahl auf Krakelo. Nee, Surfer. Surfer ist besser. Und Schwertanz. Ständig killt sich Ninja Tom selber. Also ist der Nachteil an Ninja Tom. Naja, hoffentlich hört die Verwirrungsattacken später auf. Und natürlich gehen jetzt alle auf Absol los. Genau. Genau. Tropius. So, Tropius, erstmal noch mit Surfer und Tropius setzt Rasierblatt ein. Rasierblatt trifft auch beide Gegner. Das ist für Ninja Tom und für Absol. Kann ich nicht einfach meine Pokémon killen, die ich trainieren muss? Das geht so nicht. Und tschüss, Magneton. Diese Attacke wirst du nicht überleben. Und ich glaube, ich muss zurück ins Pokémon Center laufen. Mensch. Das war aber ein intensiver Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Ja, toll. Nein, ich will euch nicht interviewen. Lasst mich. Oh Gott, Paparazzos. Zurück nach Baumhausen City. Damit ich meinen Ninja Tom und meinen Absol heilen kann. Die ich trainieren muss, weil sie noch ein bisschen schwach sind. Aber in der Liga werden sie alle stark sein. Werden wir sie zu übermächtigen Killermaschinen trainieren. So, jetzt spiele ich nochmal, damit ich bis wieder da vorne bin. Na, jetzt aber hier so, zack. Okay, jetzt passt wieder. Spielen wir auch hier weiter. Hier in diesem... Ich will euch doch was zeigen und dann taucht hier dieses Geradax auf, das uns wahrscheinlich nicht fliegen lassen wird. Nicht wahr? Natürlich. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich bin ein friedlicher Trainer. Ich kämpfe nicht gerne. Ich kämpfe nur, wenn ich muss. Aber du lässt mich nicht fliehen, du. Lass mich doch fliehen. Niemand wird verletzt, aber... Mein Welt hast du eben verletzt. Soll es dich schämen. So, wie könnte man seine Geheimbasis bauen? Auch in solchen Büschen geht das. Ich mache jetzt einfach mal. Just for fun.
Okay, hier ist unsere Geheimbasis. Wow, okay. Wenn wir mal eine Einrichtung haben, werde ich sie auch einsetzen. Aber nur, wenn ich Lust habe. Mein Pokémon ist stark. Wie sieht es mit deinen aus? Ja, es geht so. Ein paar sind richtige Nieten, aber sonst geht's eigentlich. Vogelfänger, da sollten wir mit Negatron nicht angreifen. Mit Absol, naja. Absol hat halt noch ein niedriges Level, Level 28. Ich nehme Voltenzo. Habe ich Absol eigentlich den EP-Teil gegeben? Schon, gell? Weiß gar nicht. Hallo. Gut. So, Voltenzo baut noch diese Erfahrungspunkte aus diesem Kampf bis zum Level ab. Dass Voltenzo auch jetzt gekommen wird. Und Level 29. Okay, Absol trägt den EP-Teiler. Ah, doppeltes Level up. Sehr schön. Pokémon sind stärker. Natürlich sind meine Pokémon stärker. Was hast du erwartet? Meine Pokémon sind immer stärker. Oh nein. Jetzt fängt wieder zu bringen an. Hast du Attacken auf Lager, die ein fliegendes Pokémon schlagen können? Ja. Elektroattacken und Eisattacken. Warum fragst du? Naja, damit ich sehen kann, welches Pokémon ich... ach, egal. Ich sollte vielleicht Position von Welse ändern, weil Welse ist eh schon sehr gut trainiert. Tschüss, Natu! 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 Wer Natu hat, hat auch ein... Oh, verdammt, ich dachte, jetzt kommt Schwall... Xatu. Ich dachte, jetzt kommt Xatu. Das wäre eine schöne Kombination gewesen. Aber es kommt so ein Schwallboss. Das enttäuscht mich jetzt. Und tschüss, Schwallboss. Auf Eis gelegt. Ciao, ciao. Level up? Oh, schade, noch nicht. Noch lange nicht. Du bist mir überlegen. Natürlich bin ich dir überlegen. Ihr sagt immer die gleichen Sprüche irgendwie. Kommt mir so vor. So, Absol an erste Position. So, die hat einen Milotic, das weiß ich. Mein Schirm, mein Pokémon und ich. Wenn eines dieser Elemente fehlt, wäre dieses Bild der Schönheit ruiniert. Oh, du tust mir aber leid. Zeig mir schnell den Milotic. Was? Okay, dann verwechsel ich die mit einer anderen Trainerin. Die hat halt ein Formeo. Dieses Pokémon, das sich nach dem Wetter verändert. Es regnet, das heißt, Formeo verwandelt sich. Und es ist ein Wasser-Pokémon, kann man sagen. Schwertanz! Und dann greife ich ja mit Schlitze. Weil jetzt kommt wahrscheinlich Meteorologe. Okay, er möchte die Eisform haben. Bitteschön, Eisform. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Aber ob es was bringt, ich weiß nicht. Autsch! Ah! Okay, Biss, da ist Depp drauf. Bloß Angriff erhöht. Nein! Ich hab doch damit gerechnet. Oh. Nein! Oh. Ich dachte, Absol zieht wieder den Kürzeren. Okay, ich muss Absol wechseln. So ungern ich das jetzt auch mache. Und hole das Feuer-Pokémon Jungo draus. Wir wollen es ja auch noch schließlich entwickeln irgendwann mal. Seit wie viele Parts haben wir schon, Junglut? Natürlich kommt jetzt Regen, das schwächt der Feuerattacken, genau. Verändert wieder seine Form. So, Wasserform. Es gibt noch eine Hitzeform, das wäre passend für Junglut. Und jetzt gehe ich mal nach unten, ne? Ich grab mich mal nach unten. Ja, ich gehe in Deckung. Warum wieder Hagelsturm? Was bringt deine Taktik? Ich verstehe es nicht. Versteht ihr die Taktik vom Formeo? Ich nicht. Er verwandelt sich wohl gerne. Aber allein Verwandlungen machen keinen Sieger. Ah, Volltreffer machen einen zum Sieger und die perfekte Attacke. Danke für den Sonntag, du Idiot. Ja, toll, Feuer gegen Feuer ist jetzt. Aber es ist mir egal. Meine Feuerattacken werden verstärkt. Aber ich greife trotzdem mit Stärke an, weil diese KP, die können wir auch mit Stärke auslöschen. Alles allen anstatt Hitzekolle.
Ah, fast Level Up. Oh. Du hast das Bild der Schönheit ruiniert. Tja. Und hier ist ein Ninja-Junge. Wir Ninjas verbergen uns unter unseren Tarnmänteln. Ich wette, du wusstest nicht, wo ich versteckt war. Doch. War ja nicht so besonders schwer. Okay, wie machen wir den denn fertig? Wir haben 6 Optionen, wie wir diesen Ninja-Freak fertig machen können. Aber ich glaube, Absol ist zu schwach dafür. Ich wechsle wieder. Ich möchte Absol, wie gesagt, trainieren. Und ich hole jetzt mal Tropius raus mit einer Fliegenattacke. Jetzt hoffe ich bloß, dass keine Käferattacke kommt, weil die sind sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon wie Tropius. Okay, hat Wildenslaser eingesetzt. Die nächste Attacke trifft garantiert. So, fliegen. Da bringe ich mich in Sicherheit und sein Wildenslaser war nutzlos. Er kann es auch aktivieren, wenn ihm mein Pokémon fliegt. Das wusste ich gar nicht. Na gut. Und tschüss. Ach, verdammt, warum überlebst du? Ja gut, setz ruhig weiter Wildenslaser ein, aber es bringt doch gar nichts. Also wenn du weiter Wildenslaser einsetzt, dann setze ich halt mal Sonntag ein, ne? Weil mich dieser Regen dann schon ein bisschen nervt. So, verändern wir mal das Wetter. Ja, ich setze eh nur Willensleser ein, also bringt es gar nichts, was er da vorhat. So, Sommer, Sonne, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonne, Sonnenschein, ja, gut. Und tschüss. Zertreten, diesen Käfer haben wir zertreten. Ich habe diesen Käfer zertreten. Oh mein Gott, der Käfer, der Gift-Pokémon. Muss Moritz gegen das Gift-Pokémon smuggeln. Ich setze Fliegen ein. Natürlich kommt eine Giftattacke, das war jetzt zu warten. Jetzt hoffe ich bloß, dass Tropius es jetzt schafft mit diesem Fliegen. Aber ich bezweifle es. Jawohl. Ausgerechnet jetzt kommt Tackle. Wunderbar. Und freut mich außerdem auch noch. Tief in meinem Herzen bin ich sehr erfreut, dass er nur Tackle eingesetzt hat. Anstatt Schlammbad. Oh, das Sonnenlicht lässt leider nach, aber naja. Nein! Survive! Ich weiß, du kannst es schaffen. Nicht vergiften. Gut, gut. So, jetzt werden wir ihn zertreten. Zertreten und tschüss. Halt, fällt mir ein, heute läuft er Millionär. Heute ist Montag. Aber ich schaue es jetzt aber nicht an. Nee, 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 der Scheiß muss nicht sein. Ninjas, aber jetzt erwarten jeder, oder viele Ninja-Leute haben Ninjas in ihrem Team. Da ja, verbrennen wir es einfach mal. Oh, er erhöht seinen Angriff. Was für eine Taktik. Und er erhöht seine Initiative durch seine Fähigkeit, aber Ninjas ist ja eh das schnellste Pokémon ever. Hinter Deoxys, aber wir haben keinen Deoxys und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass wir im Verlauf dieses Let's Plays einen Deoxys treffen werden. Das findet man ihn ja nur auf Wonder Island und die Chance, dass Wonder Island auftaucht, ist ja extrem niedrig. Eine Chance von 1 zu 1 Million, glaube ich, vielleicht sogar 1 Milliarde. Und das am Tag. Also fast unmöglich eigentlich. Aber vielleicht kann man mit Cheats Wonder Island freischalten. Ich habe verloren. Ich wünschte, mein Tarnmantel würde meine Schande tarnen. Gut, ist hier noch jemand? Wie ist es mit dem Milotic, oder? Ja, du müsstest es sein. Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein klasse Trainer werden willst, lerne etwas darüber. Ich kenne mich mit Fähigkeiten schon aus, keine Sorge. Yep, die hat das Milotic. Ich habe damals immer gegen die verloren, oder sehr oft gegen die, weil Milotic einfach nur krank ist. Aber ich glaube, mit Ninjatom müssten wir das schaffen können. Wahrscheinlich irre ich mich wieder und Ninjatom zieht jetzt mal wieder den Kürzeren, aber dieses Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Tja, Aquarelle funktioniert nicht gegen Ninjatom. Selbst wenn es regnet und Aquarelle stärker wäre. Es funktioniert nicht. Ninjatom ist immun gegen jede Attacke, die nicht sehr effektiv ist. Und jetzt leide. Ich habe dich mit toxischem Gift überströmt. Und es wird dich immer weiter auffressen. Nein!
Shit, das kann eine Heilung. Oh, leck mich. Okay, dann senkt mir die AP von Heilung einfach mal. So, um 3 Stück. Macht man gerade so eine böse Rede und dann Heilung. Okay, nochmal. Jetzt werde ich dieses Gift zerfressen. Okay. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Heilung, aber ich möchte die AP von Heilung auf 0 reduzieren. Das heißt, ich setze jetzt nochmal Groll ein. Naja, Heilung, Heilung, Heilung. Wie viel AP hat Heilung eigentlich? Nicht so viel, schätze ich mal. So, nochmal Groll. Senkt's um 4. Wenn er keine Heilung mehr einsetzen kann, dann passt es mit Toxin. Er kann auch noch Genesung, das heißt, wir müssen ihn quasi mit Toxin killen, weil er würde sich ansonsten mit Genesung immer wieder heilen. Und das ist auch sehr nervig. Das heißt, ich versuche jetzt die AP von Heilung auszulöschen. Mit Groll. Er heilt dich ruhig weiter, genau. Senk ruhig deine AP, soll mich nicht stören. Du fürchtest dich von meinem Ninja-Tom, nicht wahr? Tja, viele Leute fürchten sich von meinem Ninja-Tom. Schon damals, als ich mit meinem Ninja-Tom in der Schule war, haben mich die Leute gefürchtet. Aber du, du bist was ganz Besonderes, mein liebes Minotech. Du fürchtest dich am meisten vor meinem Ninja-Tom. Ja. Kevin redet mal wieder Bullshit. Aber egal. Ich muss euch ja jetzt irgendwie unterhalten, bis wir die AP von Heilung auf 0 reduziert haben. Was soll ich denn sonst anderes sagen? Nochmal Toxin. Windhose funktioniert nicht. Ich werde dich so lange vergiften, bis du es endlich einsiehst, dass du dich nicht ewig heilen kannst. Kein Pokémon ist unverwundbar. Selbst wenn es sich ständig wieder heilen kann, ist es und bleibt es verwundbar. Wie viel AP hat Heilung? Also langsam frage ich mich, ob ich... Nein! Das ist jetzt der falsche Moment, ob das Gold nicht trifft. Oh, soll ich speeden, Leute? Wer ist dafür, dass ich speeden soll? Der hebt bitte jetzt davor sein PC die Hand. Okay, und wer ist dafür, dass ich nicht speeden soll? Der hebt bitte nicht die Hand. Okay, ich speede. Ich glaube, es hat Heilung keine AP mehr. Okay, dann speede ich mal nicht mehr. Dann passt's ja. Wir haben die AP von Heilung ausgelöscht. Und jetzt zerfrisst das Gift Milotic Stück für Stück. Und tschüss, Milotic. Tja, so killt man ein Milotic mit Ninja-Tom. Und ein paar kranken Sprüchen. Du setzt offensichtlich dein Gehirn ein. Nee, weiß ich, ich setze was anderes ein. Meine Füße, genau. Ja, hier ist noch Zerschneider. Gut, dass wir noch Zerschneider haben. Ab, wenn man sicher so im sind, werden die Zerschneider wieder verlernen, damit Ninja-Tom eine andere Attacke lernen kann. Speede mal schnell, weil es kann ein bisschen langweilig werden, dieses Pflücken der Bären. Nein, ich will keine Bären pflanzen. Danke für das Angebot, aber nein, danke. Okay, wir kommen hier auch sehr gut weiter. Diese Route ist wohl die nervigste Route, die ich kenne, oder eine der nervigsten Routen, die ich kenne. Wie sieht es mit deiner Fitness aus? Wenn du nicht fit bist, könnten harte Zeiten auf dich zukommen. Was juckt mich das? Ja, was juckt mich das? Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ingeborg, was ist der jetzt überhaupt für ein Name? Wer nennt sein Kind schon Ingeborg? Glaubst du, die heißt Ingeborg oder ich glaub's dir? Oh Gott, ich hätte hier zu viel Scheiße in diesem Let's Play langsam. Naja, ich glaube, ich sollte damit aufhören und serious bleiben. Okay, bleiben wir mal serious. 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 Okay.
Luther fühlt sich schwach gegen Flug, das heißt, Fliegen ist hier perfekt dafür geeignet. Selbst wenn er Weißnebel einsetzt, was ihm gerade nichts bringt und seine Nachfolge-Pokémon ebenfalls nicht. Wow, es regnet. Jetzt müsste Lotus Fähigkeit aktivieren und irgendwie seine Initiative, schätze ich mal, erhöhen. Und tschüss, Lotus, war nett mit dir. Okay, jetzt kommt Lanas, nehme ich an, oder? Lombreo, die Entwicklung. Na gut. Es gibt noch einen Trainer, der hat die ähnlichen Pokémon, bloß mit Samurzel. Nein, Mogelieb, ich hasse Mogelieb. Er schreckt zurück. Wow. Genau deswegen hasse ich Mogelieb. Das ist eher nur eine Verzögerungsattacke. Kann man vielleicht sogar mit Kehrtwende kombinieren. Also ein Angriff Mogelieb und dann Kehrtwende. Und dann das nächste Pokémon kann dann auch Mogelieb und auch wieder Kehrtwende. Das wäre auch wie eine fiese Taktik, wenn man so haben möchte. Aber die Taktik kann man erst ab der vierten Generation machen. Denn Kehrtwende gibt es nur ab der vierten Generation. Okay, das ist sein letztes Planers, nehme ich an. Jawohl. Na, wie wollen wir das Planers denn killen, hm? Ganz einfach. Nein, nicht Mogelieb. Warum kann jedes dieser Pokémon Mogelieb? So, jetzt flieg davon, liebes Tropius. Und bereite dich auf diesen jetzigen Angriff vor, der dieses Planers zerreißen wird. Bam! Jawohl. So stelle ich mir das vor. Super Job, Tropius. Ah, fast ein Level Up. Sehr schön. Ich bin fit wie ein Turnschuh, aber... Es interessiert mich nicht, ob du fit wie ein Turnschuh bist. Ich muss übrigens noch Turnschuhe für Sport kaufen. Hey. Oh, verdammt, wieder ein Kecleon. So, weg damit. Nervensäge. Stellt sich... Nein, es greift uns an. Stellt sich nun ein Passanten in den Weg. Ja, liebes Kecleon, was fällt dir überhaupt dabei ein? Absol muss endlich mal Doppelteam erlernen. Ich frage mich, wann wir Doppelteam bekommen. Da muss ich, glaube ich, im Wiki mal nachschauen, weil ich habe keine Ahnung. Okay, Jungglut, du weißt, was zu tun ist. Oh, lass dich nicht zerkratzen, Mensch. Hallo, Jungglut? Gut. Junggut, genau, es heißt jetzt nicht mehr Jungglut, sondern Junggut. So, Doppelkick, Step drauf. Tja, es ist ein Kampftyp, aber egal, da ist immer noch Step drauf. Oh, aber es ist nicht mehr sehr effektiv. Nein, Psychstrahl, oh, ich dachte, ich habe total vergessen, dass Kecleon Psychstrahl kann. Na gut, Kecleon ist jetzt vom Typ Kampf, jetzt wäre eine Schnabeltacke lustig, aber Junggut kann kein Schnabel mehr, schon längst nicht mehr. Das heißt, Stärke muss Abhilfe schaffen. So, Level 31 für Tropius. Und es lernt Doppelteam, okay? Wir müssen ihm doch keine Doppelteam-Attacke mit Themen beibringen. Ist ja super. Boah, welche Attacke verlerne ich denn? Gute Frage. Ruckzuckieb. 1, 2 und schwupp. Absol hat Ruckzuckieb vergessen und Absol lernt Doppelteam. Ich habe vergessen, im letzten Part noch Aeroas beizubringen. Aeroas. Das ist nämlich die Angreifattacke von, ja, von unserem Absol. Und dann haben wir auch das Attacken-Moveset für Absol fertig. Nur in einer Attacke soll es noch erlernen, und zwar Erholung, glaube ich, oder? Erholung, ja, Erholung? Erholung? Ist es Erholung? Ja, Erholung ist es, ne? Ja, genau. Erholung finden wir in Erholung finden wir in Sega Soul City. Und dann passt das Attacken-Moveset für Absol. Nun gut, wir haben noch jede Menge Zeit. Und diesen Trainer machen wir auch noch. Ich prüfe deine Pokémon und schaue, ob sie fit für das Leben im Freien sind. Dim, 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 dim. Ranger, die nerven mich. Diese Ranger nerven. Die Ranger, die nerven. Yeah, die Ranger, die... Nerven. Oh verdammt, ich habe im letzten Part total vergessen, die Musik zu verändern beim Arena-Leiter. Fuck.
Naja, nicht so schlimm, so atemberaubend war der Kampf eh nicht. Bis auf das wir dreimal verloren haben. Das war eher ein Let's Fail als ein Let's Play. Okay, wie dasselbe, wie geh vorhin, Samurzel. Können wir mit Fliegen leicht killen? Tja, Sternschauer trifft zwar immer, heißt es, aber nicht wenn Tropius fliegt, ne? Ach, was ist das? Und warum trifft Fliegen jetzt nicht? Mensch, Tropius. Also manchmal kannst du mir echt auf die Nerven gehen. Mit deinen Attacken, dass sie nicht treffen. So, nochmal. Ich gebe dir noch eine zweite Chance. Vermasse es dieses Mal nicht. Ja, es regnet, toll. Und? Also. Beim zweiten Anlauf klappt immer alles. Aber du hättest es noch doch ganz killen können, Mensch. Naja. Ich sollte es nicht allzu überfordern mit den Attacken. Es war schon gut so, Tropius, was du geleistet hast. Und jetzt zerstampf mal die... Scheiß Top-Genesung. Okay, zerstampfen einfach mal. Und dann flieg nochmal weg. Dann setzt er wahrscheinlich ein weiteres Mal Härte ein und dann... müssen wir nochmal Stampfe einsetzen. Aber wenn er dann... Ich sag jetzt, habe ich die letzten drei Sätze nur dann gesagt. Es kommt wahrscheinlich Härte. Und dann... Ja. Und dann... müssen wir Fliegen nochmal einsetzen. Ja, ist aber nicht passiert. Okay. So, okay. Es ist nächstes Blanas. Es regnet weiter. Ist mir egal. Fliegen. Wir lieben Fliegen, ne, Tropius? Tropius mag Fliegen. Da gibt es auch so einen Zungendrücher. Wenn Fliegende fliegen, 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 viele fliegen. Ja. Lebe ab. Also, lernst du jetzt Zauberblatt? Zauberblatt? Na also. Wurde auch langsam Zeit. Ich dachte schon, das kommt nie. Zauberblatt trifft immer. Magischer Blattangriff. Ausweichen unmöglich. Ist quasi ein Upgrade zu Rasierblatt. Bis auf das Rasierblatt nicht... nicht immer trifft. Oder ne, Rasierblatt kann ein Volltreffer sein. Trifft allerdings nicht immer. Aber auf den Volltreffer kann ich verzichten. Ich lege mehr Wert auf Genauigkeit. Nicht wahr, Tropius? Genauigkeit. Also, dieser Fliegen trifft jetzt. Ja gut, Mogi liebt da sich drüber hinweg. Da kann man nichts dagegen machen. Jetzt aber. Fliegen! Warum bist du langsamer als Lombrero? Lombrero ist doch nur ein langsamer alter Sack. Und du bist ein schneller Vogel. Dschungel-Dingens. Okay, jetzt muss es ein One-Turn-Kill sein, weil sonst bist du down, Tropius. Das ist dir schon klar, ne? Gib alles! Du schaffst es! Da ist Depp drauf! Jawoll! Perfekt, Tropius! Super Job! Mit solch starken Pokémon brauchst du in der Natur keine Angst zu haben. Hier sagen wir alle Sachen, die ich schon längst weiß. So, hier... Nein! Hilfe! Geh weiter! Hilfe! Geh weiter! Lass mich! Ich habe keine Lust zu kämpfen. Danke. Du bist eh zu schwach, Gilweier. Nuggets. Einfach so im Dschungel findet man Nuggets. Das ist ja auch nicht so unnormal, ne? Wahrscheinlich hat ein Alien das dahingesetzt. Okay, ich bin jetzt im Part. Und dann, ja. Geht's im nächsten Part weiter mit dieser langen Route. Ich zeige euch schnell auf im Pokénerv, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt gerade hier. Baumhausen City ist hier. Und im nächsten Part, ja, kann, ich glaube, im nächsten Part schaffen wir diese hier Route bis hierhin ungefähr. Vielleicht sogar noch mehr. Und wenn wir schnell sind, schaffen wir es vielleicht sogar noch nach Segrosub City. Sind wir in Segrosub City angekommen, machen wir diese Route hier. Auch wenn ich sie sehr hasse und ich da keinen Bock drauf habe, ich mache das jetzt. Denn ich möchte jeden Trainer hier in diesem Spiel bekämpfen. Ja, soweit im nächsten Part der Plan. Ich sage es mal, ciao, habt noch einen schönen Tag. Servus.